So, hier ist wieder GBFA Kanalmeister mit Level 3 von Dragonheart für den Gameboy. Long Lost Brothers. Uhuhuhu. Ja, und das hat weniger mit dem Film zu tun tatsächlich, diese Geschichte, als, ja. Aber ihr werdet es ja sehen. A woman calls out. Please, sir, I'm in need of your help. My son has been taken by the dragon. Ja, der Sohn wurde entführt. You are in luck. My name is Bowen, Dragon Slayer. You are Dragon Slayer? Can you please save my son? Fear not, I shall return your son safe and sound. Well, tell me which way he went so I can leave immediately. The forest lies south. It is difficult to get there. Most men are too scared to venture close in fear of a dragon. Thank you, good woman. I shall set off to rescue your son. Tja, unsere Mission ist also... Das sieht aus wie eine Maske. Sieht aus wie dieses eine Ding aus Mario Bros. 2 für den NES. Diese Maske, die einen verfolgt. Ja. Aber gut, wir suchen ihren Sohn, den Maskensohn. Und ja, wir geben uns wieder auf eine Reise durch die fernen, bewaldeten Gebiete des alten England. Was ist das für ein Gesicht? Hallo, what can I do for you? I am in search of a dragon that lives in the forest. Can you take me there? Sorry, I must prepare these fields as my father is too old to help. Your father? Yes, he's so grumpy without his oatmeal that I dare not stop until my work is done. I'd better not distract you. Okay then. Bye. Tja. Was haben wir noch viel zu erzählen, außer dass der Vater seinen Brei braucht? Und da ist er schon. Hello, can I do something for you? Perhaps you two want gold? Hello, what seems to be wrong? Steuern! Das ist, was nicht stimmt. Ja, King Einen besteuert seine Leute und die Leute beschweren sich entsprechend und wollen nur ihren Brei essen im Grunde genommen, aber nicht mal das dürfen sie. Grumble, grumble. Tja, und Bowen sagt einfach, ja, so ist das halt, weil da kann man halt nichts machen. Was regst du dich auf, du Arsch? Bezahl deine Steuern. Da kriegst du auch Brei. Ja, jetzt reden wir nochmal mit ihm, diesmal in einer anderen Richtung. Einen is nothing but a gold-digging fool, obsessed with power. Well, I wouldn't go quite that far. Okay, einerseits meckern sie, aber andererseits würden sie sich auch nicht dazu hinreißen lassen, ein klares Statement abzugeben bezüglich ihres Herrschers, weil das natürlich entsprechende Repressionen nach sich ziehen würde. So findet man auch in diesem Spiel noch Gesellschaftskritik. Ja. Ja, der hat mir nicht mehr viel zu sagen, dieser Bauer. Man kann... Ich habe versucht, da hier entsprechend mehrere Antwortmöglichkeiten alle durchzuspielen. Aber letzten Endes erzählt er ihm nicht wirklich was Neues. Sondern meckert im Grunde genommen nur. Berechtigterweise vielleicht, aber hilft mir allerdings auch nicht weiter. Ja, und Bowen lässt mal kein gutes Wort an einen. Im Grunde enden alle Gespräche mit diesem Bauern so. Entweder er sagt... einen ist ein Arschloch, oder er sagt, nö, doch nicht. Also, ich glaube, er lässt sich zu keiner klaren Aussage so hinreißen, beziehungsweise, ja, wurschtelt so ein bisschen rum. Gilbert! Are you on your way to save a child and slay a dragon? What do you think? I think you're going to drink yourself to death. You're getting to know me, Gilbert. Ja, das ist beängstigend. Aber gut, du bist der Fanboy. Wo ist eigentlich der Junge abgeblieben? Haben wir den im Wald verloren? Ich glaube schon. Der rennt da jetzt rum. Wahrscheinlich ist das der Junge aus Feltens Dorf. Den haben wir vergessen. Hupsala. Und jetzt sucht die Mutter ihn. Hupsala. Ja, und Gilbert schmiert uns wieder Honig um Bart. Perhaps I will see you later. Ja, Gilbert, wir werden uns immer sehen. Das ist gar nicht zu verhindern. Wir sind kosmische Verbündete. Brüder im Geiste oder der besoffene... Ritter und der wahnsinnige Mönch. Beste Freunde. You see that Brook? Ah, das Brook! Die alte Sau. Wie ein Pudding. What do you want, Sir Bowen? Or should I say, Sir Loudmouth? Ja. Ich habe gehört, du redest schlecht über unseren König. Stimmt das? Ah, it is true. I'll not hide my opinions. Bowen... Ja, wenn man ständig betrunken ist, hat man auch keine Angst mehr vor irgendwelchen Repressalien, ne? Aber Bowen will, hier, Brook will sich battlen und wir drängen ihn schön an die Seite
und lassen gar nicht zu, dass er uns irgendwie nahe kommen kann. Wir hauen ihn einfach platt. Aber vorher jammert er noch. Arg, you're nothing but trouble, Bowen. A short stay in my dungeon should teach you. Don't bother fighting, Bowen, you are outnumbered. 10 against 1. Also er schickt jetzt 10 Leute gegen mich. Ergo. Was aber kein Problem ist, weil eigentlich müsste ich nur 10 Leute hintereinander bekämpfen. Aber wie das also ist, im Spiel werde ich jetzt in den Dungeon geworfen, das aussieht wie so eine Drachenhöhle. Sind halt dieselben Grafiken, die da wieder verwurschtelt worden sind. Aber, wobei, es gibt eigentlich ein Grafikset, was besser passen würde zu dem Dungeon. Aber nun gut, was soll's. Wir sind jetzt hier drin und finden hier jemanden. Einen Verrückten. Well, it's been a while since I've seen a knight like you in here. How are you, old man? Old man! I'm a prisoner of Lord Brook, just like you. How did he catch you? I don't wish to tell the likes of you. Hey, wir waren auf dem Weg hier noch zum Drachen, als wir Lord Brook ein paar in die Fresse gehauen haben. Save a boy from a dragon, eh? Where? In a forest not far from here. I am told a dragon lives there. What a coincidence! My young last brother used to live near a forest which had a dragon. Yes, do go on. He was a great dragon slayer. We were parted when I was young and I have not seen him since. Very sad. Bowen ist alles scheißegal. Aye, it is. This old wooden pony of mine is my only reminder of him. We used to play with it as children. He was a great dragon slayer. Moment mal, der hat ein holzernes Pony die ganzen Jahre behalten. Kann wohl, dass er wahnsinnig geworden ist. Wie sieht das inzwischen aus? Wo hat er es überhaupt versteckt, als er in den Dungeon geworfen worden ist? Ich will es gar nicht wissen. Ich will es nicht wissen. Nein. Ja, und er erzählt uns gerade im Grunde genommen, wo wir dann den Eingang zum Wald finden können, wo dann der Drache hockt. Wo wir den Hintern versohlen können. Und aber er hat eine tolle Idee und sagt, wir sollen das hölzerne Pony nehmen, das braune hölzerne Pony und es seinem Bruder geben. Und er zeigt uns auch einen Weg hier. Und das ist diese Grafik, die weitaus besser passen würde zu einer Burg oder was auch immer. Was es ja auch ist. Wir sind jetzt aus dem Dungeon raus und jetzt in der Burg und treffen einen kleinen Menschen. Aber das ist tatsächlich Halt, Intruder! Ein Soldat von Brook. Im Grunde genommen kämpfen wir uns jetzt gerade den Weg aus Brooks Verlies raus. Nachdem er uns ja eingesperrt hat. Nachdem wir ihn beleidigt haben im Suff. Aber wann ist Bowen mal nicht im Suff? Blacks. Und wir haben ihn getötet. Tja, das erste menschliche Opfer hier. Ich suche eigentlich nur die Bierfässer. Wo habt ihr die Bierfässer? Alles ist so kahl hier. Ich sehe überhaupt nichts. Ey, Bier. Bier. Wer bist du denn, du Zwerg? What have you here? Stand aside. Never. Ja, wir haben einen potenziellen Helden. Mit einer Axt. Und man kann kurz die Animation sehen, bevor er dann hier zuhauen will, aber wir sind schneller. Aber er redet nochmal mit uns. Und wir, bevor er stirbt, fragen wir nochmal, wie wir rauskommen. Er sagt, man braucht einen Schlüssel und ja, drängen ihn dazu, uns den Schlüssel zu geben, damit wir aus dem Teil rauskommen. Here it is, I'll let you out. Ja, okay. Bowen muss nicht immer Leute umbringen. Er kann auch mal diplomatisch sein, indem er Leute... Was ist das für ein Pony? Indem er Leute erpresst mit seinem Schwert. Also, ja. Sehr zivilisiert, muss ich sagen. Das ist Diplomatie. Aber was war das denn für ein hölzernes Pony? Das sah ja aus wie... Ah, was ist das? Die sehen hier alle so merkwürdig aus in Brooksland. Wahrscheinlich hat er die alle verprügelt und deshalb sehen sie alle so zerquetscht aus. Ja, und sie erzählt uns gerade nur, dass der Drache wieder ein paar Schafe gefressen hat. Und ich so, wo ist das Problem? Solange er kein Bier trinkt, ist das alles in Ordnung, glaube ich. Oder Schnaps oder Wein. Oder würde Gilbert durchdrehen. Seine wahre Natur offenbaren. So, hier haben wir einen weiteren Bauern. Und, Dragon Slayer, eh? Well, at least you don't demand gold. Naja, das hat Bowen auch nicht gesagt. Yes, I heard a woman scream, so I ran to see what the trouble was. I saw the dragon flying above with a kicking lad in his clutches. Ey, immerhin hat der Junge um sich geschlagen. Das wird nochmal ein großer Drachentöter. Das ist unser bester Freund. Das ist unser Junge, den wir aus Feld ins Dorf mitgebracht haben. Das ist mein Junge. Tja, und der will uns auch nicht sagen, wo wir in den Wald reinkommen und den Weg zeigen.
Aber er warnt uns oder wünscht uns Glück. Wenn er uns noch ein Bier geben würde, wäre es noch besser, aber naja. Man kann nicht alles haben. So, wem müssen wir denn jetzt dieses hölzerne Pony in die Hand drücken? Old man. Huff, what might you be wanting? Look, Sonny, I've got to get some oatmeal. I'm hungry, so be gone with you. I just want to ask you something. No, you look here. My tummy's rumbling and I gotta fill it. Er ist ein hungriger alter Mann. Und er will seinen Brei. Gibt ihn, ich glaube, dass es Brei ist. Ich bin mir nicht mehr sicher. Oatmeal? Oatmeal? Oatmeal, nicht Oatmeal. Ich glaube, es ist Brei. Als ob er nicht irgendwo Brei noch irgendwie finden könnte. Es liegen doch sicher noch irgendwo ein paar Körner bei den Hühnern rum und die kann er neben sich in eine Schüssel tun und dann Milch und ein bisschen Sand und dann hat er seinen Brei. Ist auch nicht gehaltvoller als das, was sie damals gegessen haben. So, Gilbert! Where are you going, Bowen? Away from you, Gilbert! Das ist mal die erste richtig vernünftige Antwort von Bowen. Okay, perhaps later. Ja, Gilbert weiß genau, dass er immer wieder auftauchen wird. Er ist quasi wieder das Teufelchen auf der Schulter, das einem Sachen einflößt. I want oats! I'm searching for some oats. Could you spare some? Well, I have oats for the horses. I suppose you could have some. Thank you. Ah, immerhin. Der gibt uns was. So, jetzt will ich mal sehen, was das ist hier. Der Oats. Ja, das ist, ich kann es nicht erkennen. Das ist ein Sack. Sack mit Getreide. Mit Getreideflocken. Keine Ahnung. Oats. Was sind Oats? Da verlässt mich mein Englisch. Hello, what can I do for you? Oh, nothing really. Okay, then. Bye. Ja. Die depperten Bauern. Naja, die Ausbildung war halt noch nicht so, das Bildungssystem war auch nicht so tolle. Also im Grunde wie heute. Ne? Also von daher kann man dieses Spiel durchaus als eine gegenwärtige Simulation herrschender Verhältnisse nehmen, wenn man denn wollte. I have some oatmeal for you. Der müsste jetzt noch abgehen. Thanks. Bleh. Where's the sugar? How can I eat oatmeal without sugar? No, you look here. My tummy's rumbling and I gotta fill it. Gut, also nächster Schritt ist, wir brauchen Zucker. Denn er will sein Oatmeal, seinen Sack, nicht ohne Zucker essen. Also suchen wir noch einen Sack Zucker. Nicht wahr? Das ist doch ganz normal. Und Zucker findet man im Mittelalter natürlich an allen Ecken und Kanten. So Zuckerrohr war ja so bekannt. Ja, soll ich jetzt Bienen schlachten oder was? Honigwaben jagen. Aber ich komme ja nicht in den Wald. Hello again. Give me sugar. Ja. Ja, wir versuchen die diplomatische Route. Well, you are bothering me. Tja, vielleicht muss man den ein bisschen energischer gegenübertreten, diesem glum peasant. Hello, I need some sugar. I don't think I have any left. Well, you better have and you better give some to me. I really need some. I hope you do. I guess you can have some, but sugar's expensive, you know. Yes, I know. Thank you. Ja, kann ich den überhaupt bezahlen? Here you go. Anscheinend, okay. Ich hatte zwar ursprünglich mal 2 Pennies, aber vielleicht hat Bowen das zwischen den Levels sinnvoll investiert. Ne? Und jetzt haben wir Sugar. Und immer noch das merkwürdigste hölzerne Spielzeugpony, das ich je gesehen habe. Sieht aus wie der Wicker Man. Das ist interessant. Aber gut, es passt ja auch ungefähr. Das ist ja auch so die ländliche englische Gegend. Wobei Wicker Man spielt, glaube ich, auf einer Insel, oder? Abgeschlossene Gesellschaft. Das ist das hier im Grunde genommen auch. I have brought you some sugar for your oatmeal. Now you can listen to me. Old man frisst sein Oatmeal mit Zucker überschüttet. Your brother told me to give you his toy pony. Horsey! My brother's still alive. Wonderful news. How can I help you? Ja, der Bruder lebt noch, aber der ist irgendwie noch im Kerker. Ich glaube nicht, dass er mit mir rausgekommen ist. Nein, ich glaube, er wollte da bleiben. Ich
glaube, er war ein bisschen merkwürdig auf seine alten Tage geworden. Und naja, die ganzen Wände, es war so braun. Old man. Ja, und jetzt sollen wir dem Sohn sagen, dass er uns dahin bringen soll, weil Old Man natürlich erstmal seinen Brei auffressen muss. Na gut. Ich glaube, alle Old Mans sind miteinander verwandt. Aus allen Levels. In jedem Level gibt es einen Old Man. Denn was wären wir ohne alte Männer, die uns mit Bring-Quests quälen? Good day, Sir Knight. I've been to see your father. Take me to the forest. I can take you to the forest entrance. Wow, das ist schon ein Riesen-Action hier. Dieser ganze Weg hier war so aufwendig, dass man hier uns nur zum Eingang des Waldes bringt. Wa? Das ist schon einiges. So, dann kommen wir jetzt wieder zum Finale des Levels, zum Drachen. Sofern wir ihn denn finden. Müsste sich irgendwo hier verstecken und plötzlich ist er da. Ohne Vorwarnung taucht er einfach auf. Und das ist derselbe Kopf wie aus Level 1. Und wie ging. Der spricht auch gar nicht mit uns, so wie Bodega in Level 2. Es ist einfach nur einer. Das ist Brooks Drache, sagen wir einfach mal. Das ist Brookie. Brookie hat mehr Lebensenergie und ist aber ansonsten genauso wie der Drache wie Bodega. Ja, Brookie macht auch Feuerspucken und wenn er nach oben guckt, hauen wir einmal zu. Und so kann man diesen Kampf ohne Schaden überstehen. Und das war ja Sinn und Zweck der ganzen Aktion, nicht wahr? Ja, er sieht ein bisschen aus wie so ein Hund. Mit den aufgestellten Ohren. Die langen Schnauze. Da hat drei Zähne im Maul. Ne, sechs sogar. Unten drei, oben drei. Ja, und das war die Geschichte von den zwei Brüdern. Der eine vollgeschissen im Kerker und der andere zuckersüchtig. Also, das ist eine Familiengeschichte, die es wert ist, in die Annalen dieses Dorfes einzugehen. Wahrscheinlich schreibt das dieser Deppert auf. Dieser depperte Bauernsohn da. Der Sohn von dem Zuckerkranken. So, aber was war da noch? Achso, ja, wir sollen ja eigentlich den Jungen retten. Wo ist denn der abgeblieben? Erfahren wir das noch, oder ist das hier nach dem Töten des Drachen hier obsolet geworden? Getreu dem Motto. Ach ja, da war irgendwas mit dem Jungen, aber es ist auch nicht so wichtig. Ich meine, wir haben den ja schon mal im Wald verloren und da wurde er schon wieder vom Drachen entführt. Aber wir können ihn ins nächste Level mitnehmen. Das ist er inzwischen gewöhnt, mit einem Besoffenen und einem Mönch zu reisen. Ja, und es gibt keinen Abschluss der Geschichte. Anscheinend haben wir den Jungen gerettet. Es gibt keinen Dialog von wegen, wir haben den Jungen gefunden und ja, es geht ihm gut oder sowas. Nö, es ist einfach so. Wobei ich allerdings nicht ausschließen will, dass ich den schlicht und ergreifend übersehen habe in dem Dungeon gerade eben. Aber Perfect Health, was will man mehr? Das ist jetzt tatsächlich eine interessante Frage, ob ich den vielleicht übersehen habe, den Jungen. Weil die Karte habe ich auch nicht gefunden und dementsprechend vielleicht auch den Jungen übersehen. Ich meine mich zu erinnern, dass da mal was gewesen wäre, dass der Junge tatsächlich dann auch irgendwo rumgeistert und man den da rausholen kann. Aber das ist dann auch nur ein Dialog von wegen, danke, dass du mich rausgeholt hast und tschüss. Und danach kämpft man eh gegen den Drachen. Aber, oh, ja gut, dann haben wir den wohl da vergessen. Na gut, ich denke, er wird schon den Weg aus dem Wald finden. Was, da ist ja nichts weiter, keine Wölfe oder sowas. Aber vielleicht kommen die ja noch. Ja. So, das war die UFA Kadalmeister und mit dem Let's Play von Dragonheart. Das war Level 3 und wir sehen uns bei Level 4 wieder. Bis dahin.